Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Aufbaus des Xingjia Palace. Schwieriges Wort. Soweit sind wir im ersten Teil gekommen. Sind wir doch schon mal die erste Etage, haben wir schon mal sehr gut beendet. Und wir fangen jetzt mit der Tütengruppe 2 an. Wir sehen es hier, das sind 12 Tüten. Aber ich habe durchgezählt, irgendwie sind es 14 Tüten. Ich weiß auch nicht, wo eine 2 draufsteht. Ich werde es auspacken und mich überraschen lassen. Ja, ich werde damit jetzt mal anfangen. Und wenn ich soweit mit ein paar Bauabschnitten fertig bin, melde ich mich dann einfach gleich wieder. Bitte bleibt dran. Ja, da bin ich jetzt nochmal. Ich habe jetzt Bauschnitt 2 fast beendet. Es fehlen nur noch ein paar wenige Steine, wie man hier sieht. Aber das muss ich euch jetzt zeigen. Das ist also zum Thema Farbtreue, ist das hier ein extremes Beispiel. Die Farbe, das sieht aus wie lila oder sonst was, ist überhaupt nicht hier. Ich habe jetzt durchgeguckt. Das Einzige, was hinkommt, ist dieses Dunkelblau. Und das ist dieses Dunkelblau, soll das hier sein, weil die Farben werden dann nicht mehr verwendet. Also kann es nur dieses Dunkelblau sein. Ich wollte es euch nur gezeigt haben, bevor ich es vergesse, euch zu zeigen. Also zum Thema Farbtreue in dieser Bauanleitung, sonst schön und gut, aber das ist richtig krass. Okay, ich baue jetzt weiter und melde mich dann gleich wieder. Ja, und da habe ich Tüte 2 endlich geschafft. Es war doch eine ziemliche Frickelei mit den Steinen. Allein das hier hat mich schon ein bisschen Zeit und Nerven gekostet, das zusammenzubauen. Und dann hier die Säulen, die waren auch nicht so optimal gewesen von den Steinen her. Aber wir sind jetzt mit dem unteren Bau fertig und es sieht gut aus. Wir haben hier die Lücke geschlossen. Wir haben hier den Bambusgarten haben wir hier angebracht. Hier hinten hat sich ja nichts verändert. Das Fenster ist auch hier so geblieben. Ist halt nur, dass wir jetzt den Hof hier fertig gemacht haben. Ich habe auch mal das Licht angemacht, da kann man es besser sehen. Wir haben hier die Tür gebaut. Und wie gesagt, oh, die Pflanze hat es umgehauen. Die werde ich gleich dann nochmal wieder hinbauen. Und ja, es sieht wirklich gut aus, aber es ist wirklich ein Kampf. Hier nochmal so aus der Perspektive. Da haben wir die Tür. Die lässt sich schon mal öffnen so ein bisschen. Da ist nur in den Gang reinkommen. Das kann man schön sehen, sieht gut aus. Gefällt mir. Also wie gesagt, Fenster haben wir hier noch hingebracht. Hier an der Seite ebenfalls nochmal Fenster. Und ja, sieht wirklich gut aus, gefällt mir. Ich mache jetzt Bauabschnitt 3. Das sind nochmal 10 Tütchen. Und da fangen wir das zweite Obergeschoss an. Ich würde sagen, ich melde mich dann wieder, wenn ich ein paar Bauabschnitte dort gemacht habe. Und ja, einfach mal dranbleiben. Geht gleich weiter. So, und da habe ich jetzt mal, es waren diesmal wirklich 10 Tüten gewesen, habe ich jetzt alle auf die Tellerchen hier verteilt, was ich brauche. Und es ist nicht das zweite Obergeschoss, es ist ja das erste Obergeschoss hier. Also das ist jetzt hier drinne und wir fangen dann mal gleich direkt an. Wir brauchen schon mal dann die ganzen Platten aus dem hier und schön ein paar Platten kann man immer gebrauchen, sehr schön. Ja, ich melde mich dann einfach mal wieder, wenn es der Bauabschnitt verlangt von sich. Mal sehen, was erwähnenswert ist. Und ja, bleibt einfach dran. Ja, ich dachte, ich zeige euch jetzt gleich mal den ersten Bauabschnitt vom ersten Obergeschoss. Wir haben jetzt soweit alles gefliest. Die Form steht soweit und man kann schon mal sehen, ja, die Fliesen sind ja nicht so prickelnd leicht mitgenommen. So, man kann es hier sehen, ganz schön zerschramst und ja, nicht halt die besten, aber okay. Man muss es ein bisschen festdrücken, das kommt noch mit dazu, damit das ein bisschen hält. Hier unten haben wir dann hier die Befestigung, was mich nur irritiert. Wir haben bei dem ein Stückchen haben wir dann wirklich keine Befestigung. Ich weiß gar nicht, welches jetzt das war, aber das ist jetzt bestimmt noch überbaut worden mit den Fliesen, dass das jetzt hält, weil das war so ein bisschen lapprig gewesen, aber ich glaube mal durch die Fliesen haben wir das jetzt gekontert, dass das nicht so lapprig ist. Aber das ist jetzt erstmal der Start davon und ich baue jetzt einfach mal weiter, wollte euch nur mal zeigen, wo ich gerade bin und jetzt geht es ein bisschen ans Einrichtung bauen, Bettchen bauen. Also bitte dranbleiben. Ja, hallo, ich bin's jetzt nochmal. Ich einen kleinen Zwischenschritt geben. Wir haben jetzt hier schon mal
das Zimmer fertig gebaut mit dem Bettchen und der Eingangspforte, ein paar Blümchen dran und das Geländerchen hier. Und wir haben jetzt auch die erste Außenwand fertig gemacht. Sieht ganz schick aus. Und ja, die wird dann jetzt, so wie hier beschrieben, einfach hier hinten jetzt reingeklemmt. Ist allgemein, dass jetzt die Wände direkt außerhalb des Hauses hochgezogen werden. Jetzt nicht so hier direkt an der Platte, sondern dann beim Haus. So, dann machen wir das jetzt hier fest. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen drücken. Also ganz wichtig drücken, dass da nicht so viel Luft ist, dass das dann später schief wird. Da muss ich noch ein bisschen drücken. Aber so jetzt haben wir schon mal die erste Wand fertig. Und so sieht das auch schon mal schick aus. Gefällt mir. Ich baue jetzt weiter und melde mich dann wieder. Ja, so machen wir das. Also bis gleich. Ja, und da bin ich jetzt auch fertig mit Tütengruppe Nummer 3. Alles ist verbaut soweit. Und so weit sind wir gekommen. Das sieht doch schon mal ganz schick und toll aus. Das gefällt mir gut. Wir haben hier noch keine Verbindung. Das kommt dann erst später noch. Aber ja, das sieht doch sehr, sehr schön aus. Vor allem, was mich wundert, ich habe jetzt hier noch so einen schwarzen Schrägstein übrig, den man jetzt auch verwenden kann. Gut. Aber ich habe alles verbaut. Gibt es als Zugabe, sehe ich als Zugabe. Wir machen dann weiter mit Tütengruppe Nummer 4 und 5. Aber ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Video. Und da beenden wir dann auch das Bauwerk, weil das ist ja nicht mehr viel, ist ja nur noch ein bisschen Verzierung. Und dann kommt das Dach. Das wird nochmal schön. Da habe ich schon so einiges gehört. Aber ansonsten, na, ja, lassen wir es dabei. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gern einen Kommentar da, ein Like oder auch ein Abo, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Also macht's gut, ciao, ciao, euer Bunte Steine-Fan.